Moin miteinander. Wie ihr seht, ich habe etwas andere Sachen an als sonst. Gelegentlich fahre ich ja raus und dann versuche ich es in den Berufen von anderen Menschen. Heute war ich beim Zoll in Osnabrück mit dabei. Neben mir steht Herr Wilbers. Herr Wilbers, erklären Sie mal, was wir heute gemacht haben. Ja, wir haben heute bei einer Firma, bei einer großen Firma in Osnabrück hier eine Geschäftsprüfung vorgenommen, eine Geschäftsunterlagenprüfung. Dabei haben wir diverse Personenbefragungen durchgeführt. Tja, und jetzt werden diese Personenbefragungen, das wird jetzt abgeglichen mit den Geschäftsunterlagen. Dann werden die Personendaten abgeglichen mit Daten in der DAV, also mit der Deutschen Rentenversicherung, mit anderen Datenbanken. Und dann wird man feststellen, ob diese Firma alles richtig macht oder eventuell irgendwelche falschen. Genau, Sinn der Sache ist ja, gibt es Schwarzarbeit, sind die Sozialversicherungsbeiträge gezahlt worden, etc. etc. Genau. Wir sind ja so fast dasselbe Baujahr. Wenn Sie heute wieder Ihren Beruf ergreifen würden, würden Sie wieder zum Zoll gehen? Ich würde es genauso wieder machen. Ich habe beim Zoll sehr viel erlebt. Ich bin da nun, wie man sieht, schon etwas länger dabei. Ich war auch von Anfang an dabei. Der Zoll ist sehr, sehr vielseitig. Also unabhängig von dieser Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben wir ja alle möglichen Bereiche, die wir bearbeiten. Das fängt an mit der Hausgiftsbekämpfung, Zigaretten. Wir haben auch ganz komplette stille Jobs, sage ich mal, reine Bürojobs, wo man dann nur Steuern bearbeitet, nur im Büro sitzt. Wir haben sehr viel wechselhaften Sachen. Wir haben Außendienst in der Vollstreckung, da haben wir auch Innendienst, wir haben Steuerprüfung, Steueraufsicht. Das kann ich bestätigen. Ich habe enorm viel gelernt. Ich dachte immer, Zoll, naja, das ist irgendwas mit Grenze. Nee, das geht ganz woanders los. Die Grenzen sind ja nun fast alle weg. Aber Sie haben eine gute Alternativbeschäftigung gefunden. Also, für alle, die sich überlegen, ob Sie doch noch mal was anderes machen oder was Sie mal machen wollen, der Zoll ist auch eine Idee. Und jetzt war ich ein paar Stunden lang mit einer Bundesbehörde unterwegs als Landesbediensteter. Tschüss!